Die Dörfer der Gemeinde Maasgau haben eine reiche Geschichte und sind alle durch die Maas verbunden. Die Gemeinde Maasgau liegt in der Mitte der Maasseen, bei welchen von diversen Plätzen aus Rundfahrten durch das herrliche Wassergebiet gemacht werden können. Das bekannteste Dorf in der Gemeinde Maasgau ist die weiße Stadt Thorn. Der Kern von Thorn steht unter Denkmalschutz. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören die Straßen mit Kopfsteinpflaster im Zentrum, die schöne Klosterkirche und das Gemeindemuseum Hüttland van Thorn. Im Museum kann man unter anderem die Panoramathorn besichtigen, eine dreidimensionale Arbeit, die den historischen Kern zeigt. Außerhalb des Dorfes liegt die Kapelle Onder de Linden. Es gibt noch Prozessionen, die von den umliegenden Dörfern zu besonderen Anlässen zu dieser Kapelle gehalten werden. Eines der ältesten Naturprojekte der Grenzmaas ist der Königsstein. Hier und in den Ländereien rund um Thorn kommen ihnen Galloway-Rinder und Königspferde entgegen. Auf der Insel in der Maas liegen die Dörfer Ohe in Laak und Stevenswert. Hier steht die Hompische Mühle. Rund um die Hompische Mühle liegt ein wunderschönes Wassergebiet. Auch der Yachthafen von Ohe in Laak und seine grüne Umgebung sind ein schönes Erholungsgebiet. In Ohe in Laak befindet sich auch die schöne Burg Hasselholt, die noch heute bewohnt wird. Stevenswert ist eine alte Festungsstadt. Die Festung wurde im Jahr 1633, während des 80-jährigen Kriegs, von den Spaniern gegründet. In dem Heimatkundemuseum in Stevenswert erhalten Sie Informationen über die Entwicklung und den Niedergang der Festung und ihrer Bewohner. Kleine nostalgische Straßen, aus dem 16., 18. und 19. Jahrhundert stammende monumentale mittelalterliche Häuser und die wiederaufgebaute St. Merdaduskirche sind die Wahrzeichen des Maasdörfchens Wessen. Auf dem charakteristischen Marktplatz von Stevenswert oder auf einer der vielen Terrassen in Ohe in Laak und Maasbracht können Sie kulinarische, limburgse Spezialitäten genießen. Maasbracht hat sogar ein Sternerestaurant für Gourmetliebhaber. Darüber hinaus hat Maasbracht einen der größten Binnenhäfen der Niederlande, in denen viele Schiffe auf neue Ladung warten. Die Dreifach-Schiffschleuse mit dem größten Rückgang von 11,85 Meter der Niederlande bietet eine besondere Aussicht auf den Hafen. Die historischen Städte sind von Naturgebieten umgeben. Vor allem für Wanderer ist dies ein besonderer Genuss. Für Wanderer und Radfahrer ist auch ein Netz von Fähren errichtet worden. Am Rande des Maastals liegt die Beechter Heide, ein Gebiet mit abwechselnd Heidefeldern und dichten Wäldern. Charakteristisch sind die Höhenunterschiede und die kleinen und großen Teiche. Die Linnewerd bei Linne ist eine der wenigen natürlichen Auen der Maas. Auffällig in der Landschaft sind die monumentalen Häuser Het Huis Heisterum und Huize Ravenburg, die beide bewohnt sind.